Glück auf! Nach nur 28 Monaten Bauzeit übergibt BIC-Geschäftsführer Wolfgang Gleisner den Schlüssel für die Neubauten des Produktionstechnikzentrums der TU Graz an Bundesminister Töchterle und Rektor Kainz. Die drei neuen Forschungs- und Institutsgebäude am Campus in der Innfeldgasse umfassen insgesamt 9.600 Quadratmeter Nutzfläche. Für die Technische Universität Graz ist durch die Errichtung und den Bezug dieses Produktionstechnikzentrums ein Traum in Erfüllung gegangen. Die Steiermark ist ja das Bundesland mit der höchsten Forschungsquote in Österreich. Und ein solches Gebäude und die dort sich entwickelte weitere Forschung dient natürlich der Stärkung einer schon vorhandenen Stärke. Stark ist auch die außergewöhnliche, streng geometrische Architektur. Der siebenstöckige Würfel markiert den Zugang zum Campus und wird von zwei Quadern flankiert. Doch auch im Bereich Energieeffizienz punktet das PTZ. Das Gebäude ist schon von der Außenkonzeption ideal, um einen geringen Wärmebedarf zu produzieren. Es ist ein Kubus und es sind Quader. Das heißt, die Oberfläche ist relativ klein im Verhältnis zur Innenfläche. Wir haben hier Haustechnik eingesetzt, die also den Betrieb dieses Gebäudes sehr, sehr wirtschaftlich macht. Wir haben also hier eine Erdwärmekühlung und Heizung. Und wenn diese insgesamt 100 Sonden im Winter die Wärme geben, dann bekommen sie im Sommer diese wieder zurückgegeben, damit auch im Erdreich eine ausgewogene Bilanz bestehen bleibt. Insgesamt besteht das Produktionstechnikzentrum aber aus 4 Gebäuden. In der bereits im Vorjahr eröffneten Nanoversity wird der Forschungsnachwuchs auf rund 2200 Quadratmetern betreut. Auch die Großen dürfen sich jetzt über mehr Platz und ein optimiertes Forschungsumfeld freuen. Ein großer Mehrwert dieses Gebäudekomplexes wird sein, dass die Institute, die fachlich miteinander zusammenarbeiten, auch am selben Ort untergebracht sind. Und wir haben jetzt zum Beispiel das Institut für Verbrennungskraftmaschinen von 5 Standorten in ein Gebäude zusammengeführt und damit die Arbeitsbedingungen wesentlich verbessert. Verbessert wurde auch der Wohlfühlfaktor. Die autofreie Zone vor dem Gebäudekomplex lädt zum Verweilen ein. Außerdem hat die BIC zusätzlich über 100 überdachte Fahrradabstellplätze geschaffen. Wohlfühlen ist bei Gebäuden ganz ein wichtiger Aspekt. Sie sollen nicht nur die reine Funktion, sondern auch die Seele ansprechen. Es gibt nicht nur die Funktionsräume, sondern auch hinreichend Sichtachsen nach außen. Die Bundesimmobiliengesellschaft leistet hier Unglaubliches. Die Buchstaben BIG stehen ja normalerweise klar für etwas. Heute möchte ich sogar ein bisschen umdeuten und ausweiten. Dieser Bau auf den Infeldgründen, großartig oder grandios.